Denen geht es nicht um die Gesundheit oder die Bildung unserer Kinder, sondern uns um den Profit. Und dass wir heute unseren Kindern 10 Stunden erlauben, von diesen Firmen beeinflusst zu werden, weil die eben auf Facebook sind oder Google und so weiter, ja, und nichts dabei finden, das ist der Skandal. Mhm. Denn wir dürfen doch nicht erlauben, dass die Inhalte, die über die Hirne unserer nächsten Generation laufen, von den 5 reichsten Firmen der Welt bestimmt werden. Und das ist der Skandal, denn das erlauben wir gerade. Ja? Mhm. Nach dem Motto, ist doch egal, wenn die ein Smartphone haben, können sie doch machen mit, was sie wollen. Ja, die machen nicht, was sie wollen. Die machen, was Facebook, Google, Amazon und Microsoft wollen. Und das wollen wir doch eigentlich nicht. Wir wollen, dass die gesund sind und dass sie gebildet sind. Das wollen die aber nicht. Die wollen, dass sie was kaufen. Herzlich willkommen beim neuen Führich-Talk. Heute ein lang angekündigter Gast, und zwar Professor Dr. Dr. Manfred Spitzer. Hallo. Hallo. Heute auch mit Publikum. Schön, dass ihr gekommen seid. Unser nächstes Live-Interview findet am 3. April statt mit der Birgit Fischer. Die ist aber mittlerweile schon ausverkauft. Und dann haben wir am 22. April noch einmal Marc Friedrich und am 2. Mai kommt Dr. Andreas Sönnigsen. So, heute das Thema. Eigentlich haben wir uns vorgenommen, über die digitale Demenz zu sprechen. Wobei die KI eigentlich, finde ich, das aktuellere Thema ist. Definitiv. Und das würde ich sagen, das werden wir anstreben, oder? Mhm. Zuerst möchte ich mich wirklich bedanken, dass Sie extra hierher gekommen sind. Oder waren Sie irgendwo gestern oder bei einem Vortrag? Oder? Ich war gestern an einer Bildungseinrichtung. Das war ganz interessant. Letztlich im Billroth-Haus. Billroth war ein ganz berühmter Wiener Chirurg. Und der hat mitgegründet die Wiener Ärztegesellschaft. Und die hat irgendwann mal eben ein Fortbildungszentrum sich gebaut. Und das heißt seitdem Billroth-Haus. Und und es ist wunderschön. Und man hat mir gesagt, das kennt niemand in Wien. Und weil es ist wirklich, also das hat eine Bibliothek, das haut einen schier um. Und dann hat es noch so eine Art Mini-Hörsaal für über 300 Leute, damit man eben die Ärzte sich gegenseitig fortbilden können. Und der ist auch wunderschön. Also das ist so, ja, wie Wien überhaupt. Ich bin gestern und heute nur rumgelaufen. Schön, das Wetter hat ja auch gepasst, ne? Ja, Gott sei Dank. Mhm. Und es macht so einen Spaß, hier einfach nur rumzulaufen. Ja, schön. Also wirklich, das ist ganz schön. Wir wissen gar nicht, wie auf einem schönen Platz wir leben, ne? Ja, das ist wahr. In Deutschland gibt es nur 70er-Jahre Häuser, die sind alle potthässlich. Und da macht es nicht so viel Spaß, rumzulaufen. Mhm. Mhm. Das ist ein Riesenunterschied. Also das merkt man, wenn man in Wien ist, da merkt man den Unterschied. Ja, ja, schön. Müssen wir wieder ein bisschen mehr mit offenen Augen in Wien herumgehen. Am besten ist es, habe ich gehört, am besten ist es auch, wenn man mit dem Fiaker mal herumfährt, dann sieht man Wien auch wieder mit anderen Augen. Wie wir ganz kurz telefoniert haben, haben Sie mir gesagt, dass Sie nicht auf den sozialen Medien sind und sich sehr selten Videos oder anschauen. Ne? Ich habe nicht mal einen Fernsehapparat. Nicht einmal einen Fernsehapparat, dann habe ich mir das eh richtig gemerkt. Und Handy? Ja, das muss man haben. Also, okay, ja. Aber auch schon so ein moderneres? Oder? Ja. Okay. Also ich kann das ja sagen, ich bin Apple-Fan, seit ich von den damaligen Computern auf Apple umgestiegen bin. Das war damals in den USA, weil alle anderen hatten auch einen. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, wie viel einfacher das alles geht. Und seitdem bin ich sozusagen konvertiert. Und vom evangelischen Glauben zum katholischen. Also Apple ist, muss man ein bisschen mehr zahlen, aber dafür kriegt man die eigenen Sünden auch schneller vergeben. Wenn Sie Angst vor der Klimakrise haben, dann sollten Sie lieber Angst vor der KI haben. Würden Sie das unterschreiben? Nö. Also Angst sollte man erstens überhaupt nicht haben. Ja, ich bin Psychiater, die Leute kommen zu mir, weil sie Angst haben oder wenn sie Ängste haben. Und da sind sie meistens schon vorbehandelt, weil so ganz normale Ängste, die kommen ja gar nicht an die Universitätsklinik, ja, sage ich jetzt mal. Und Angst ist auf jeden Fall ein schlechter Lehrmeister und noch schlechter Ratgeber. Und dann killt sie auch noch Kreativität. Ja? Mhm. Und deswegen denke ich mir, man sollte vor KI keine Angst haben. Man sollte, bevor man darüber redet, wissen, was das ist. Das machen viele, beherzigen viele Leute nicht. Viele reden über KI und haben keine Ahnung. Das ist,
Das ist mir aufgefallen. Das ist kein Witz. Deswegen habe ich ein Buch darüber geschrieben. Ich dachte, ich muss den Leuten mal sagen, was das ist. Als dann zum Beispiel eine Ministerin bei uns, also keine Österreichische, sondern eine Deutsche, mal gesagt hat, und zwar die war, glaube ich, sogar für Bildung verantwortlich. Ja, die KI mit den Computern, die können ja tolle Sachen, aber wir Menschen, wir haben ja Intuition. Ja, hat sie gesagt. Mhm. Und da habe ich nur gesagt, setzen sechs. Weil der Witz von KI, also von dem, was wir heute KI nennen, das sind ja selbstlernende Systeme, wo man Computer sozusagen beigebracht hat, so zu funktionieren wie Gehirne, damit sie eben selber lernen können. Und wenn sie dann selber gelernt haben, dann kommen sie auch selber auf Zusammenhänge in dem Gelernten. Und zwar so gut mittlerweile, dass die Menschen nicht drauf kommen, aber die Computer kommen drauf. Und wie soll man das nennen, außer Intuition? Nach dem Motto, der Witz an KI ist, dass der Computer Intuition hat. Ja? Und genau deswegen ist das so spannend. Ja, weil der plötzlich Sachen denkt, die hat noch kein Mensch gedacht. Also ich will es kurz an einem Beispiel erläutern. Das ist ja, man denkt immer, was redet der da? Aber das fing an und wurde auch weltweit zum ersten Mal richtig bekannt, 2016 mit dem Go-Spiel. Also Go ist wie Schach, nur komplizierter. Ja? Mhm. Gibt es auch im Gegensatz zu Schach, das gibt es 1000 Jahre, Go gibt es 3000 Jahre. Und es gibt 3000 Jahre Spielgeschichte, wie beim Schach gibt es Bücher, wie man das spielt und die Endspiele gibt es und es gibt Eröffnungen, wie beim Schach halt. Ja? Und wie beim Schach kann man es nicht berechnen. Man kann ein bisschen Schach berechnen, Go ist aber nochmal x-mal komplizierter. Man kann es schlichtweg nicht berechnen. Und man weiß auch, dass man es nie berechnet werden können, weil es einfach zu kompliziert ist. So, und jetzt kam eben einer, und das war die verrückte Idee drauf, man kann es zwar nicht berechnen, aber vielleicht kann man es trotzdem lernen. Ja. Und zwar nicht ganz und nicht vollständig, aber ein bisschen halt. Ja. Das war der Herr Demis Hassabis, ganz schlauer Typ. Und der war nebenbei mit 14 schon zweiter Weltmeister unter den Jugendlichen im Schach und hat dann letztlich war Programmierer, zwischendurch war dann mal Spieleentwickler und dann ist er wieder zurück und so weiter. Also ein verrückter Typ. Und der hat dann gesagt, okay, dann probieren wir doch mal, ob man nicht das Spiel Go, ob die Maschine das lernen kann. Ja, so wie Menschen das halt lernen, indem sie rumprobieren. Und dann hat er tatsächlich irgendwann mal eine Maschine gegen sich selbst spielen lassen. Also die Maschine hat nur gegen sich selbst gespielt, 40 Tage lang. Und in den ersten 3 Tagen, wenn man guckt, was machten die so, hat sie 3000 Jahre Menschheitsgeschichte, die Menschheit sozusagen, was die Menschen gelernt haben. In 3 Tagen hatte die 3000 Jahre abgehakt. Ja. Wie lange ist das her? Das ist 2016 publiziert, beziehungsweise 2017. Mhm. Also noch nicht so lange her, also 7 Jahre her, dass es publiziert wurde. Im weltbesten Wissenschaftsfachblatt Nature nebenbei. Mhm. Und dann hat man die weiterspielen lassen und dann hat sie gegen den weltbesten Go-Spieler gespielt und hat gewonnen. Und zwar 100 Mal. Und mittlerweile, also sie gewinnt immer. Ja? Mhm. Deswegen, hat sie gelernt. Die hat offensichtlich Spielzüge drauf, auf die erstens die Menschen nicht gekommen sind und die zweitens so genial sind, dass sie immer gewinnt. Und das war damals, das war neu, ja? Dass eine Maschine auf was kommt, auf das Menschen nicht gekommen sind. Ja, jetzt kann man sagen, so ein Spielchen, was ist denn das? Ja, und dann ging es halt bald weiter. Ich meine, es hat sich dann rausgestellt, wenn Sie hier irgendeinen Fleck haben, ja, und dann können Sie zum Dermatologen gehen und dann hat er halt schon Tausende gesehen und dann kann er eher sagen, ist eher gutartig oder eher schon, müssen wir nochmal gucken. Ja. Aber so ein Dermatologe, der hat ja keine Millionen Bilder gesehen, sondern ein paar 10.000 vielleicht. Ja. Jetzt kann man auch die Dinger fotografieren. Oder man kann einfach von 20 Dermatologen, deren gesamte Bilder, die machen ja auch immer Fotos, und dann die Diagnosen der KI zum Lernen geben. Und dann ist die mindestens so gut wie ein Dermatologe. Das ist ein Jahr später passiert. Ja? Mittlerweile hat man Probleme gelöst, von denen man nie dachte, dass man sie wird lösen können. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel, wo es wirklich, wirklich wichtig ist. Wir kennen ja alle, oder Sie kennen wahrscheinlich das Problem in der Medizin, dass es immer mehr Fälle gibt, wo man Menschen mit einer bakteriellen Infektion ein Antibiotikum gibt und dann feststellen muss, das wirkt nicht mehr. Warum? Weil die Bakterien werden resistent. Mhm. Und zwar je mehr wir diese Substanzen einsetzen in der Medizin, desto eher mutieren die so und ein paar bleiben halt übrig und es bleiben die übrig, die resistent sind. Ja? Und das ist ein Riesenproblem. Schon heute sterben an resistenten Bakterien mehr Leute als an Tuberkulose und AIDS zusammengenommen. Also wir haben einfach nichts mehr und die Leute sterben weg.
Ja? Und Hochrechnungen sagen, im Jahr 2050 werden die meisten Menschen genau daran sterben. Also an banalen Infektionskrankheiten, gegen die halt nichts mehr hilft. Weil die Substanzen alle sozusagen nicht mehr, also unsere Schwerter wurden stumpf. Ja? Jetzt kann man sagen, ja, da müssen wir halt neue entwickeln. Mhm. Das macht aber keiner mehr. Warum? Weil die Ärzte natürlich sagen, naja, wenn wir jetzt was Neues haben, das schließen wir weg und nehmen es dann nur für die Fälle, wo es halt sonst nichts mehr geht. Ja? Mhm. Und das weiß die Industrie, die das Geld hat, um das zu entwickeln, deswegen und entwickelt sie nichts mehr, weil sie sagt, naja, wir müssen mindestens 2 Milliarden in die neue Entwicklung eines Medikaments reinstecken. Das kostet heute so viel. Die wollen wir natürlich wieder zurückhaben. Also die Investoren, die geben ja nicht ihr Geld zum Spaß aus. Ja, und wenn die Ärzte sagen, entwickelt mal, dann tun wir es in den Panzerschrank und nehmen es nicht, ja, nur für Notfälle. Dann sagt die Industrie, dann entwickeln wir gar nicht, weswegen seit mehreren Jahrzehnten nichts mehr entwickelt wird. Es wird gar nicht mehr geforscht auf dem Gebiet. Ja. Riesenproblem. Die Lösung? KI. Warum? Weil man hat ein paar tausend Substanzen genommen, von denen man wusste, es sind Antibiotika, und noch ein paar tausend, von denen man wusste, es sind keine. Und dann hat man KI lernen lassen, wie die aussehen. Und dann hat die KI so ein Gefühl dafür entwickelt, wie ein Antibiotikum auszusehen hat. Dann hat man 107 Millionen chemische Stoffe der KI vorgelegt. Das kann man ja dann machen. Das ist ja ein Computersystem. Ja. Ja. Die kann 107 Millionen chemische Substanzen sich angucken und dann kann sie sagen, könnte ein Antibiotikum sein. Und das hat sie bei 99 gesagt. Und die hat man dann getestet, das ist ja leicht. 99 kann man testen, 107 Millionen nett, ja. Und wenn man 99 getestet hat, kam hinterher raus, ja, gut 20 sind Antibiotika. Und die werden jetzt alle entwickelt und zur Marktreife gebracht. Also, wir hatten ein Riesenproblem, Haken dran. Die KI hat dafür 1,5 Jahre gebraucht. Sehr spannend. Und da sieht man auch, was KI kann. Riesige Datenmengen verarbeiten. Und dadurch Sachen rauskriegen, die ein Mensch kann sich keine Moleküle angucken und ein Gefühl dafür kriegen, ist es ein Antibiotikum oder nicht. Das geht, so viel Erfahrung können wir gar nicht machen. Ja, die KI kann das und dann kann sie unendlich, die kann sozusagen unendlich viele Daten durchpflügen und dann sagen, ja, das könnte sein, das könnte sein, das könnte sein. Und damit kann sie den Suchraum, man, wir könnten ja auch suchen, aber 107 Millionen Tests machen, geht nicht. Das ist einfach zu viel. Ja? Aber 99, das können wir. Und wenn die KI den Suchraum, wie man das nennt, verkleinert hat, und zwar um den Faktor 1 Million, ja, dann kann man wieder das Problem lösen. Und das ist das, was KI kann. Und jetzt habe ich 2 Beispiele erzählt. Es gibt Hunderte. Und ach, die sind mit jedes dem Röntgenbild, ne? Mit den Röntgenbildern. Radiologen gucken sich ein Röntgenbild an. Und zwar das häufigste Röntgenbild ist der Röntgenthorax. Also mal so die Lunge röntgen. Ja? So, gucken die so hin und sagen, oh, das Herz sieht ein bisschen vergrößert aus oder die Lunge verschattet. Ja, und so, und dann kann man eben einiges sagen. Jetzt haben wir, also auf die Idee muss man mal kommen. Haben sich Leute gesagt, naja, wir machen Folgendes. Wir nehmen einfach mal irgendeine medizinische Langzeitstudie. Die gibt's Gott sei Dank in der Medizin schon. Und da waren Tausende von Patienten, bei denen hatte man am Anfang unter anderem halt einen Röntgenthorax gemacht. Und dann hat man, ich glaube, 16 Jahre lief die Studie und dann waren die meisten von den Patienten gestorben. Und dann wusste man also, wer stirbt und wer nicht. Und dann war die verrückte Idee, jetzt nehmen wir mal nur das Röntgenbild und die Information, wie lange der gelebt hat. Und sagen, bringen das der KI bei. Und dann soll die mal sagen, wie lange einer lebt anhand vom Röntgenbild. Das ist natürlich völlig aberwitzig. Die Frage stellt sich in der Medizin gar nicht, weil man hat ja immer mehr als das Röntgenbild. Man weiß, wie alt der ist. Man weiß, ist der, also welche Krankheit er hat und. Raucht er oder ja. Man weiß ganz viel. Ja? Und die KI wusste nichts. Die hat das Röntgenbild und die wusste, wie lange er lebt. Und dann hat sie gelernt, vorherzusagen, anhand des Röntgenbilds, wie lange er lebt. Und das Verrückte ist, also das ging tatsächlich, das hat tatsächlich funktioniert. So, jetzt ist das Problem, dass die KI, wenn sie was gelernt hat, dann kann die was, und das ist der Witz an der KI, aber
Man kann sie nicht fragen, hey, wie machst denn du das? Ja, erstens redet sie nicht. Zweitens ist es halt, ich meine, so wie bei uns. Wenn ich sie frage, wie ziehst denn du dir eigentlich den Mantel an? Ja, ich weiß schon, wie es geht, aber wenn ich das beschreiben soll, ich weiß es nicht. Ja. Oder wir reden einfach, wir quatschen Deutsch und da gibt es eine komplexe Grammatik und wir tun alles so, ja, die ist halt so, aber das sind Regeln, ja, und die haben wir alle gelernt, aber wir haben keine Ahnung, wie die heißen. Ja. Wir reden halt. Ja. Regelkonform, das ist völlig verrückt. Aber, und deswegen, wir können es also auch nicht. Ja. Und unsere Hirne sind ja auch nur Gehirne, die nicht wie ein Computer funktionieren und ein Computerprogramm abarbeiten. Da kann man mal nachgucken, in der Zeile steht das. Und dann kann man es nachvollziehen. Aber wenn man so eine Idee hat, kann man nicht nachvollziehen. Und diese Maschine hat halt auch einfach nur so eine Idee. Ja? Naja, aber es gibt Methoden, draufzukommen. Und jetzt kommt der Witz. Wie macht man das? Nun, bei dem Röntgenbild geht es ziemlich einfach. Man deckt einfach ein kleines Stückchen von dem Bild ab. Und zwar von allen Tausenden von Bildern, mit denen man die KI trainiert hat, bei denen deckt man das gleiche Stückchen ab und lässt es nochmal lernen. Und guckt, kannst du es jetzt genauso gut wie beim ersten Mal? Dann deckt man ein anderes kleines Stückchen ab und lässt wieder bei den Tausenden und lässt das Ding wieder lernen. Und das macht man x-mal und deckt immer ein kleines Stückchen ab. Ja? Und jetzt kann die mehr oder weniger gut ohne dieses Stückchen genauso gut lernen. Ja? Aber man kriegt raus, wie viel jedes Stückchen sozusagen das Lernen, also um wie viel das einen kleinen Ticken schlechter macht. Und damit kriegt man raus, wie jeder Fleck des Röntgenbildes sozusagen zu der Prognose, tot oder nicht, beiträgt. Und ja, wenn man dann von überall weiß, wie der Beitrag auf dem Fleck ist, dann kann man das machen, was man so eine Heatmap nennt. Das heißt, man kann einfach eine Farbkodierung über das ganze Röntgenbild legen, wo die eine Farbe meinetwegen rot anzeigt. Da ist viel Anzeige und grün, da ist praktisch nichts oder sowas. Und wenn man sich das dann anguckt, diese Heatmap, ja, dann findet man etwas, auf das war, ist, ich hab, das hat mir ein Radiologe genannt, diese Arbeit, und der hat gesagt, da wären wir nie drauf gekommen. Wie kriegt nämlich die KI raus, wann einer stirbt? Es guckt die Schulterblätter an. Und das sagte mir der Radiologe, wir gucken uns überhaupt nie die Schulterblätter an, es sei denn, das ist gebrochen und das ist ganz selten die Fragestellung, wenn wir so einen Überblick machen. Wir gucken uns das Herz an und die Lunge und vielleicht noch den Zwerchfellhochstand und sonst was. Aber die Schulterblätter, die sind irgendwo da hinten, ja, guckt sich kein Mensch an. Und dass es die sind, an denen man die ablesen kann, ob einer bald stirbt oder nicht, wäre niemand drauf gekommen. Die KI ist drauf gekommen. Da kommt sozusagen dann auf die Haltung an im Alter, ne? Wie man dann wahrscheinlich... Es ist die Haltung, ja. Es ist aber auch die Knochendichte. Mhm. Es ist irgendeine Kombination aus verschiedenen Dingen. Ja? Aber es ist der Bereich der Schulterblätter, der KI die Informationen gibt. Und nochmal, das konnte man rauskriegen, nachdem die KI gelernt hatte, konnte man eher mit dem Trick des Abdeckens auf die Schliche kommen, sozusagen. Aber die Menschen wären nie drauf gekommen. Ja, die KI ist erstens draufgekommen und dann konnten die Menschen nachgucken, wie funktioniert sie denn. Und was ein Riesenaufwand war. Ne? Sie müssen tausende Male lernen, mit immer abdecken und so weiter. Das heißt, aber dann lernen wir eigentlich von der KI. Jetzt ja, so wie die Go-Spieler. Jetzt von der KI einzelne Züge überlegen, warum gewinnt der immer. Und dann also langsam besser werden. Ja? Die weltweit besten Go-Spieler, die lernen nicht mehr von anderen Go-Spielern, die lernen von der KI. Und mittlerweile die Chemiker lernen von der KI, mittlerweile lernen ganz viele Leute von der KI. Ja. Erdbeben habe ich auch in einem Interview gehört, ne? Erdbeben kann man auch voraussagen. Da ist man mittlerweile dran, also als ich in meinem Buch habe ich die Beispiele alle mal aufgeschrieben, mir ging es immer so, boah, ich wusste das ja auch alles nicht, aber ich habe halt recherchiert und zwar sehr gründlich. Und da also Wettervorhersage ist mittlerweile, wenn man einer KI einfach Wetterdaten gibt und die füttert, also die KI lernt einfach nur gestern, was Wetter so, heute so und vorgestern so und das über Jahre hinweg. Und dann sagt man, wie wird das Wetter morgen? Dann ist sie besser als die weltbesten Wettercomputer, die Millionen von Wetterdaten verrechnen und ein Modell haben und anhand des Modells die Wettervorhersage berechnen. Das ist heute schon so. Und heute wird die besten Wettervorhersagen werden heute mit KI und mit diesen Wetterrechnern zusammen gemacht. Und die lernen mittlerweile auch von der KI, die Wetterrechner, und benutzen auch deren Kenntnisse sozusagen mit. Und deswegen ist die Wettervorhersage in den letzten paar Jahren auch noch mal besser geworden. Nicht, weil wir mehr Satelliten haben, sondern weil KI mitdenkt.
Das ist verrückt, aber es ist so. Wer füttert die KI? Ja, das sind immer die Leute, die sozusagen, also es sind immer die Spezialisten auf dem Gebiet. Also es braucht Meteorologen, um die KI sozusagen meteorologietauglich zu machen. Mhm. Es braucht Chemiker, um die KI chemietauglich zu machen. Und es sind immer die Experten auf den Gebieten, die sich dann eben auch mit KI auseinandersetzen müssen, beziehungsweise es gibt Fachleute für KI und die arbeiten dann mit den Experten zusammen. Und diese Teams, die entwickeln dann neue Einsichten und die gelten dann natürlich für alle Experten auf dem Gebiet. Das ist so. Und weltführend ist China, Amerika, Europa? Also weltführend ist Amerika, China spielt mit. Ja. Europa im Moment hoffnungslos abgehängt. Das ändert sich aber ein bisschen gerade. Also die Europäer sind aufgewacht langsam und merken, dass diese Entwicklung, die ja alle Bereiche betrifft, also es gibt keinen Bereich, wirklich keinen, der nicht betroffen ist. Landwirtschaft, kann man sagen, die braucht doch keine KI. Ja, natürlich, die braucht die Wettervorhersage, die bessere. Ja. Dann gibt's, es gibt Maschinen, die, also wir reden ja alle von Unkrautvernichtern und wie furchtbar die Chemie auf dem Acker ist und lauter so. Lösung KI. Sie nehmen ein paar Videokameras und ziehen so einen Kasten mit dem Traktor über den Acker und die Videokameras, die filmen einfach den Acker und die KI guckt sich den Acker an und erkennt sofort, das ist ein Weizen und das ist ein Unkraut. Und dann wird ein Laser auf das Unkraut geschickt, und weg ist es. Der macht dann, das spielt ein bisschen Star Wars, und das zieht der Bauer hinter sich her, und dann schießt er das Unkraut ab. Das gibt's schon. In Amerika wird das schon seit kurzer Zeit verwendet, in Deutschland nicht, weil wir haben Laser für Regeln für die Verwendung von energiereichen Lasern. Die sagen, das darf man nicht in die Öffentlichkeit bringen. Da könnte ja ein Kind gucken, wie macht er das? Und dann wäre es blind, wenn es Pech hat, weil der Laser, wenn der dem in die Augen feuert. Und genau deswegen gibt es das bei uns noch nicht. Aber deswegen sage ich, es ist überall, extrem spannend. Wenn mir einer heute sagt, du, also ich werde nie KI brauchen. Nehmen Sie ein Extrembeispiel. Ich mache Keilschrift. Und als Keilschriftexperte, was will ich mit KI? Ja, Pustekuchen. Es gibt 600.000 Keilschrifttafeln, die kann kein auf der ganzen Welt, in irgendeinem Museum irgendwo. Ja. Und die verstauben in Schubläden, ja, und da liegt dann irgendwo eine Tafel rum. Und der Experte, der kann vielleicht ein bisschen was entziffern. Mittlerweile hat eine KI alle gelesen und die kann dann sagen, die dritte Tafel in der 37. Schublade, die in London im British Museum liegt, die ist eigentlich Seite 2 von einem Konvolut, also von einem Buch letztlich mit lauter Tontafeln, wo die Seite 15 in Berlin liegt und die Seite 1 in Rio de Janeiro. Das sagt die KI mittlerweile. Und die Keilschriftexperten sind nur noch platt und können dann gucken, ob die KI recht hat. Und meistens hat sie recht. Und die KI kann dann auch, wenn irgendwo ein Stück fehlt, sagen, da könnte das und das stehen. Und das hat man schon, man hat eben mal ein Stück weggelassen und dann geguckt, wenn man die KI fragt, was könnte denn da stehen, hat sie gesagt, das könnte da stehen und meistens hat es gestimmt. Deswegen glaubt man der mittlerweile, ah ja, wenn dir das ergänzt, wird wohl so sein. Also wissen kann es nicht, aber kann es niemand. Aber die besten Experten sind sich einig, die KI hat Ideen, auf die wäre mir nicht gekommen. Dann wird es auch bald keine Lehre mehr geben, ne? Ja, es braucht schon immer die Experten, weil nur die können ja entscheiden, ob das was taugt. Und nur die können auch das Ganze, also der KI genug beibringen, dass sie dann noch weiter lernen kann und selber dann besser werden kann als die Experten. Da braucht es aber Experten für. Und weiß man, wenn das jetzt in diesem Tempo weitergeht, was dann in Zukunft passieren wird? Das weiß man genau deswegen nicht. Weil der Witz an KI ist, dass das Tempo so aberwitzig ist. Also wir haben uns ja, alle Leute kennen Moore's Law. Ja, Moore's Law ist bei den Computern, die werden alle 18 Monate doppelt so gut oder halb so teuer oder doppelt so schnell oder man hat ja die Chips sind doppelt so groß. Also das ist Moore's Law, so grob. Ja. KI, dagegen ist Moore's Law einfach nur langsam. Ja? Mhm. Denn wenn man jetzt mal ein Beispiel nimmt, also Eiweißkörper sind ganz komplizierte chemische Dinge. Und da ist es oft interessant zu wissen, wenn ich weiß, welche Aminosäuren dieses Eiweiß aufbauen, dann müsste ich, und das weiß ich aus den Genen dieses Eiweiß, dann müsste ich eigentlich sagen können, wie dieses Ding aussieht. Und dann aus dem Aussehen könnte ich dann schließen, was für eine Funktion es hat. Und man hat schon immer gesagt, das müsste man eigentlich können, aber man hat immer auch schon gewusst, das ist nicht berechenbar, weil die Anzahl der Möglichkeiten ist so groß, das kann man, auch wenn der Computer so groß ist wie das gesamte Universum, der könnte es auch nicht berechnen. So,
ja, man kann es ja vielleicht lernen. Und die Geschichte geht so, dass man 2018 sich die Idee gehabt hat, und es war der gleiche Typ, der mit dem Go spielt. Der hat dann halt gemerkt, hey, das geht vielleicht noch woanders. Und dann hat er gesagt, gut, wenn man nicht berechnen kann, versuchen wir es mal zu lernen. Im Jahr 2020 gab es eine wissenschaftliche Arbeit. Wir haben von 43, 25 Moleküle richtig überlegt, wie es geht. Ja, die KI hat also 25 von 43 richtig. Ein Jahr später, wir haben alle 20.000, die es im menschlichen Körper gibt. Noch ein Jahr später, wir haben alle 220 Millionen Eiweißkörper, die es auf der ganzen Welt in allen Lebewesen gibt. Oh Gott. Also 2020, 20, ein Jahr später 20.000, noch ein Jahr später 200 Millionen. Das ist in einem Jahr mal 1.000 und im nächsten Jahr mal 10.000. Unfassbar. Das ist KI. Mhm. Und im Jahr 2022, nach dem Motto, wir haben 220 Millionen, wir sind fertig. Es gibt nichts mehr zu tun, wir haben sie alle. Ja? Das ist KI. Die fangen an mit was und nach zwei Jahren, ach, es gibt nichts mehr, wir sind fertig. Problem gelöst. Ja? Das gab es noch nie. Diese Geschwindigkeit gab es noch nie. Und die Sache ist, okay, das sind jetzt einmal alles die Vorteile von der KI. Aber angenommen, es kommt jemand auf die Idee und fragt die KI, wem soll ich politisch wählen? Was antwortet die KI und wer programmiert das? Ja, programmieren tut es keiner. Die KI hat es ja selber gelernt. Oder selber gelernt, ja. Aber ist das nicht eine gewisse Gefahr? Ja, die Gefahr von sowas besteht immer darin, dass, ich sag mal, Leute mit krimineller Energie, also Bösewichte. Ja. In der Hand eines Bösewichts, das wurde ja leider auch schon publiziert. Und das ist wirklich, es gab ja, ich meine, es werden sich die meisten, auch im Zuschauer, werden sich erinnern, es gab vor einem Jahr dann mal so die Idee, wir müssen anhalten mit der KI-Forschung, weil das könnte so gefährlich werden wie ein Atomkrieg oder die nächste Corona-Pandemie mit noch einem gefährlichen Erreger. Das war Ostern 23 und Pfingsten 23 nochmal. Und das waren die Unterzeichner, waren diese ganzen schlauen Leute, die die KI entwickelt haben. Ja? Und als es zum ersten Mal aufkam, dachte ich, oh ja, jetzt haben wir so einen Quasselroboter, ChatGPT, ja, und weil der halt rumquasselt, deswegen reden jetzt alle von KI, obwohl diese spannenden Sachen, von denen ich geredet habe, die gab es ja alle schon. Nur niemand hat sich darum gestört. Da ist ganz viel passiert, das stand in keiner Zeitung. Und dann quasselt irgendeine Maschine, wie blöd, quasselt dummes Zeug oder die Wahrheit oder alles durcheinander. Das war ja das Verrückte, ja, quasselt halt durcheinander. Und das hat dann die Welt irgendwie aufgerüttelt, ja. Und dann, ein halbes Jahr später, sagten die Wissenschaftler, jetzt müssen wir erst mal aufhören. Und ich habe noch so bei mir gedacht, was wissen die, was ich nicht weiß? Und das wurde im Mitte Juni 23 im Fachblatt Science publiziert. Dass nämlich ein Professor am MIT seine Studenten gefragt hat, nehmt doch mal so einen Quassel-Roboter, die haben einen anderen genommen, nicht ChatGPT, und kriegt mal raus, was ihr damit so anstellen könnt. Wenn ihr Böses im Schilde führt. Eine Stunde später hatten die den genetischen Code eines Viruses, das infektiöser und tödlicher ist als Corona, und eine Liste von Firmen, wo man den Code hinschicken kann, die das Virus basteln und einem zurückschicken. Oh mein Gott. Und das ist wirklich bedenklich. Ja. Richtig bedenklich. Nach dem Motto, jeder Trottel kann sich jetzt, oder mach mir doch, wie ist denn der Syntheseweg für Sarin oder Tabun, also Nervengase, die im Ersten Weltkrieg verwendet wurden. Im Zweiten hat es keiner verwendet, weil man eben sich vertraglich sogar dran gehalten hat. Ne? Und mittlerweile kann jeder Trottel eine KI fragen, wie macht man sowas, aber bitte nur aus Chemikalien, die ich bei der Drogerie kaufen kann, und die KI schreibt das auf und gibt es einem. Und das ist die Gefahr. Ja? Und das stand im Fachblatt Science und da stand auch drin, da müssen wir uns Gedanken drüber machen. Und deswegen kam dann ja auch die Idee, wir müssen KI regulieren. Und in Deutschland hat man jetzt gerade mit angefangen, vorletzte Woche, glaube ich. Wir müssen KI einteilen in ganz gefährliche, mittelgefährliche und ungefährliche. Das ist jetzt erstmal per Gesetz. Ja? Da kann man nur sagen, naja, wer teilt es ein und liegen die richtig? Und dann, wenn wir eingeteilt haben, was macht man dann? Denn ich kann doch niemandem verbieten, ChatGPT was zu fragen.
Und wenn man sagt, jetzt müssen wir ChatGPT regulieren, der muss die Fragen erkennen, die gefährlich sind und muss dann sagen, nee, du, die Antwort kriegst du nicht. Bei ChatGPT ist es zum Teil so, aber es gibt genug andere Large Language Models, da ist das nicht eingebaut. Und selbst wenn man es jetzt einbauen würde, viele sind schon so weit publiziert, dass man sie zu Hause auf seinem Rechner sozusagen laufen lassen kann. Und dann sind halt diese ganzen Vorsichtsmaßnahmen nicht drauf. Das heißt, man kriegt diesen Geist nicht mehr in die Flasche zurück, der ist schon draußen. Ich habe auch gehört in einem Bericht, dass die Politiker in Brüssel sich da wirklich, also das wirklich als Gefahr sehen. Also das ist schon bedrohlich. Ich sag mal so, in der Hand von Bösewichten ist Radioaktivität gefährlich. Da sind, ich meine, ein Bösewicht, der kann ein Küchenmesser nehmen und damit jede Menge Unfug anstellen. Ja, also wir haben, müssen wir auch Küchenmesser regulieren? Ja, eigentlich schon. Ja. Also ab und zu wird damit jemand umgebracht. Und bei KI kann es auch richtig schlimm werden, ja. Aber also noch ist das Problem nicht gelöst. Wir haben eine Reihe ungelöster Probleme. Das ist eins davon. Was wird das mit unseren Kindern machen, die in die Schule gehen? Ich hoffe mal nicht so viel. Weil was mich auch sehr, fast peinlich berührt hat, ist, dass als dann über ChatGPT in den Medien berichtet wurde, da haben alle gesagt, na ja und so. Und es gab eine Berufsgruppe, die gesagt hat, hey, toll, das waren die Pädagogen, das brauchen wir unbedingt in der Schule. Und ich habe gesagt, seid ihr wahnsinnig? Wir wollen doch die Schüler denken lassen, aber nicht die KI für die Schüler denken lassen. Also wir wollen wirklich KI nicht in der Schule haben. Ja? Und wie man auf sowas kommen kann, dass KI in der Schule was zu suchen hätte, dann könnte man mit rumspielen und dann könnten die Schüler was schreiben lassen und dann drüber reden. Ja, aber man lernt Schreiben nicht dadurch, dass man was schreiben lässt und dann drüber redet. Ja, ich lerne ja auch nicht Fußball spielen, indem ich jemand Fußball spielen lasse und dann drüber rede. Ich muss schon selber Fußball spielen. Ja, und Geige muss ich auch selber spielen, wenn ich es kann. Und Schreiben, das ist ja auch ein Denkakt. Und den muss ich 10.000 Mal immer wieder machen, damit ich es irgendwann kann. Und wenn ich nur schreiben lasse, lerne ich es nie. Das ist die Gefahr von KI. Ist ja auch fürs eigene Gehirn nicht gut, ne? Unser Hirn ist wie ein Muskel, ändert sich mit der Benutzung. Und wenn wir es nicht benutzen, dann bleibt es halt, ich sag mal, ziemlich funktionslos. Mhm. Also wir können uns selber auch zu Trotteln erziehen, indem wir eben nicht mehr denken. Aber es wäre schade, wenn wir das machen würden. Ja? Und deswegen sollten wir da sehr vorsichtig sein. Und um Gottes Willen nicht KI in die Schulen loslassen. Was soll die da? Ja. Schüler sollen selber denken und alles erstmal selber machen, bevor sie es dann machen lassen. Ist doch klar. Und welche Berufsgruppen, würden Sie glauben, sind die ersten, die daran glauben müssen? Ach, da wurde viel überlegt und geredet, dass jetzt die KI uns alle Jobs wegnimmt. Das glaube ich nicht. Weil bislang ist es ja so, dass wenn Sie Chemie oder irgendeine Wissenschaft nehmen, da braucht es immer die Chemiker. Und es stellt sich dann raus, die Chemiker, die keine KI verwenden, die werden natürlich irgendwann ersetzt durch Chemiker, die KI verwenden. Aber sie werden nicht durch KI ersetzt. So wie die Ärzte, die keine KI verwenden, die werden irgendwann durch Ärzte ersetzt, die KI verwenden, aber die werden nicht durch KI ersetzt. Mhm. Und das steht überall, also egal, wo man was liest, steht so eine, am Ende wird also nicht der Experte durch KI ersetzt, sondern immer der Experte, der KI nicht verwendet, durch den Experten, der KI verwendet. So wird's kommen. Ja? Mhm. Und dann werden halt einfache Aufgaben. Die werden natürlich, also Routineaufgaben. Ich sag mal, Unkraut jäten. Ich habe doch vorhin dieser Maschine erzählt. Ja. Früher hat man ja wirklich, als es noch keine Unkrautvernichter chemischer Art gab, ist man über den Acker und hat das Unkraut weggehackt. Das mussten Menschen machen. Hier ist ein Unkraut, zack. Ja. Das kann jetzt eine KI, die kann das schneller und besser. Mhm. Und da kann man doch froh sein, dass man die hat. Und der dann arbeitslos wird, ja gut. Wir haben den schon längst arbeitslos gemacht, nämlich durch viel Chemie. Die wollen wir nicht. Ja? Und dann ersetzt man die Chemie durch KI. Gut, jetzt kann man sagen, okay, dann wird die chemische Industrie arbeitslos. Aber die hat weiter genug zu tun. Die muss ihre Chemie besser machen und hat viele Hausaufgaben. Deswegen denke ich mir, es wird besser werden, aber es wird nicht, also die Leute werden nicht arbeitslos, sondern wir haben mehr zu tun, anderes zu tun. Und wenn es gut läuft, dann wird die Welt viel besser. Medizin wird effektiver, alles wird effektiver, alles wird schlauer und die Produktivität wird durch die Decke gehen. Das ist das, was passieren kann. Und das ist gut. Und wie weit kann sich die KI dann eventuell verselbstständigen? Das kann sie nicht. Der Witz ist,
Was braucht man da? Es wird dann viel diskutiert, auch in den deutschen Qualitätsmedien. Wann hat sie Bewusstsein und hat sie das? Und wenn sie das hat, was macht sie dann? Und so. Mhm. An Bewusstsein liegt es gar nicht. Erstens mal die Frage, ob die KI bewusst ist oder nicht, die kann niemand beantworten, weil niemand weiß, was Bewusstsein ist. Deswegen ist auch die Frage, hat das Ding Bewusstsein? Die ist einfach nur falsch gestellt. Mhm. Weil niemand, wirklich weltweit weiß, es gibt keine Theorie von Bewusstsein. Niemand weiß, was das ist. Ja? Und wenn man sich dann bemüht, dann sind es mindestens 10 Sachen, verschiedene Sachen. Ja? Deswegen die Frage ist, die brauchen wir gar nicht lösen. Aber es geht ja gar nicht ums Bewusstsein. Es geht darum, dass wir Menschen, warum haben wir denn, machen wir was? Ja, weil wir Hunger kriegen oder Zahnweh kriegen. Deswegen, oder weil wir Lust auf was haben. Ja? Mhm. Und das sind ja Erregungen, die liegen daran, dass wir Energie aufnehmen müssen und Dinge, die uns schmecken, die haben ja auch immer Energie. Und wir sind endliche Wesen. Ich bin nicht überall, ich bin jetzt hier. Ja, mit, dass ich jetzt trinken will zum Beispiel, mit dem Bedürfnis, das kann ich jetzt stillen. Und dann kann ich wieder eine Weile nicht trinken. Und das habe ich jetzt eben gemacht. Wenn ich hier eine KI hocken würde, erstens mal wird die hier nicht hocken, weil die hat ja keinen Körper. Ja, die hat auch keinen Durst. Ja, die hat auch keine Schmerzen. Die ist nicht endlich. Die lebt ja im Prinzip überall und wenn man nicht abschaltet, immer. Deswegen hat die eines nicht, Agency. Also die will auch nichts. Den Wollen tut man nur was, wenn man entweder Schmerzen hat oder Lust auf was. Dann will man was. Und wenn man das nicht hat, dann will man auch nichts. Wenn man also nichts will, weil man räumlich und zeitlich nicht endlich ist, ja, und deswegen auch, weil man nichts will, nichts gut oder schlecht findet und so weiter, dann will man auch nicht die Menschheit abschalten. Also man will ja gar nichts, ganz prinzipiell. Ja? KI will nichts. Und deswegen muss man uns vor KI auch nicht fürchten. Die macht ja auch nichts. Von allein macht die gar nichts. Sitzt nur da, ne? Macht gar nichts. Und damit die was will und so weiter, da müssten wir sie mit Endlichkeit, mit Hunger, Zahnweh und allem versorgen. Und deswegen wird sie nicht besser werden. Warum sollten wir das machen? Damit sie irgendwann mal sagt, ich bin aber auch wer? Nö, deswegen schon mal gleich gar nicht. Naja, aber ich sehe vielleicht, bin ich da jetzt ein bisschen übertrieben, aber was ist, wenn man sie mit persönlichen Daten füttert? Dann ist sie trotzdem noch keine Person. Sie will trotzdem. Ja, aber sie weiß halt vieles über bestimmte Personen. Ja, also Facebook weiß vieles über 5 Milliarden Menschen und kann die deswegen besser mit Werbung versorgen. Google auch. Mhm. Deswegen verdienen die jeder 300 Milliarden im Jahr. Und das, also offenbar ist es ein tolles Geschäftsmodell. Ja. Aber deren Rechner wollen nichts. Die Eigentümer wollen Geld verdienen. Und deswegen wissen die Rechner, was sie wissen. Und deswegen machen die Eigentümer mit dem Wissen, was sie wollen, nämlich mehr verkaufen. Mhm. Die Rechner selber wollen gar nichts. Und die wissen ganz viel über uns schon, die Rechner. Mhm. Aber wer will denn was? Ja, die Leute wollen, das sind Leute und die wollen Geld verdienen. Und denen geht es nicht um die, jetzt sind wir fast bei digitaler Demenz, denen geht es nicht um die Gesundheit oder die Bildung unserer Kinder, sondern um den Profit. Und dass wir heute unseren Kindern 10 Stunden erlauben, von diesen Firmen beeinflusst zu werden, weil die eben auf Facebook sind oder Google und so weiter, ja? und nichts dabei finden, das ist der Skandal. Mhm. Denn wir dürfen doch nicht erlauben, dass die Inhalte, die über die Hirne unserer nächsten Generation laufen, von den 5 reichsten Firmen der Welt bestimmt werden. Und das ist der Skandal, denn das erlauben wir gerade. Ja? Mhm. Nach dem Motto, ist doch egal, wenn die ein Smartphone haben, können sie doch machen mit, was sie wollen. Ja, die machen nicht, was sie wollen. Die machen, was Facebook, Google, Amazon und Microsoft wollen. Und das wollen wir doch eigentlich nicht. Wir wollen, dass die gesund sind und dass sie gebildet sind. Das wollen die aber nicht. Die wollen, dass sie was kaufen. Gut, da haben Sie auch kurz erwähnt einmal, dass die Digitalisierung im Schulsystem, dass man davon absehen sollte, weil es zu früh ist, dass Kinder damit in Verbindung kommen. Es funktioniert nicht. Ich meine, seit Corona haben wir doch gesehen, dass der Computer wegen der Lockdowns den Lehrer ersetzen sollte, dass der Computer den Lehrer nicht ersetzen kann. Also vorher haben alle gedacht, vielleicht geht's doch irgendwann mal, aber es hat 40 Jahre lang wird's probiert, aber der Computer ist einfach ein schlechterer Lehrer als ein Lehrer. Also spätestens seit Corona wissen das alle. Ja. Ja? Und
Vorher haben aber schon viele Länder sozusagen Computer in die Schulen reingetan. Und die, die das früh gemacht haben, die haben es alles wieder rausgetan mittlerweile. Neuseeland und Australien haben 2007 Milliarden für computerisierte Schulen ausgegeben. Die haben 2016 alles wieder abgeräumt, weil sie in PISA so abgeschmiert sind, dass sie gesagt haben, das müssen wir rückgängig machen. Aber der dänische Kultusminister hat sich im September letzten Jahres ist er vor die Kinder, also hat sich bei den Kindern entschuldigt. Kinder, hört mal her, wir haben ein Experiment mit euch gemacht, das hätten wir eigentlich gar nicht gedurft, wir haben es aber trotzdem gemacht und es ging schief. Wir haben nämlich festgestellt, ihr lernt weniger mit Computern, deswegen räumen wir die jetzt wieder ab. Wir haben Millionen Schulbücher gekauft, ganz Dänemark, und die Computer wieder abgeräumt. Ja? Aber wann ist denn das ideale Alter, wo Kinder sozusagen mit der Digitalisierung anfangen dürfen? Frühestens 16. Also ich sage jetzt was ganz Aberwitziges. Ich weiß das eben, ich habe es ja gehört. Ja? Also viele, wenn man das sagt, dann meine Hoffnung ist, man einigt sich dann auf 14. Weil also bis 14, und ich rede von der medizinischen Fachliteratur zu den Schäden von Smartphones, die gibt es ja. Und bis 14 sind die Schäden so groß, weil je jünger die Kinder sind, desto größer sind die Schäden. Ja? Und bis 14 sind sie so groß, dass niemand auch nur im Entferntesten dann denken kann, dass irgendein Nutzen größer ist als der Schaden. Und das sollte ja so sein, damit man sagt, okay, wir machen eine Nutzen-Risikoabwägung und dann entscheiden wir vernünftig, ab wann man das den Kindern geben kann. Und ich sage 16, wenn man sich dann auf 14 einigt, sind wir auf jeden Fall auf, also dann haben wir es, den schlimmsten Schaden abgewendet. Das Hirn entwickelt sich bis 25. Mhm. Insofern besteht bis 25 eine Gefahr, dass sich da Schaden entwickelt, der nicht rückgängig zu machen ist. Das sind ja die Probleme. Wenn das Gehirn fertig ist, dann kann man immer viel Schaden anrichten. Aber wenn es noch nicht fertig ist und sich noch entwickelt, dann kann man eben irreparable Schäden anrichten und die sollte man vermeiden. Und da ist 0 bis 14 auf jeden Fall der Bereich, wo man ganz sicher ist, dass es da wesentlich mehr schadet als nützt. Das heißt, im Erwachsenenalter, wenn mir mein Handy anzeigt, Bildschirmzeit heute 6 Stunden, ist auch keine Gefahr. Ja, also meine, schon, man wird wahrscheinlich dicker, weil man immer, wenn man es aufs Handy guckt, sich gerade nicht bewegt. Mhm. Man wird vielleicht auch ein bisschen fauler und vielleicht auch ein bisschen kognitiv, ich sag mal, lässiger oder schlampiger. Lässiger. Weil man, wenn man sein Hirn nicht benutzt, dann ist wie wenn man die Muskeln nicht benutzt, dann verfallen sie halt auch langsam. Ja. Aber wenn man den Kindern nicht mal erlaubt, ihre Muskeln aufzutrainieren und laufen zu lernen und Motorik zu lernen, weil man nur so noch macht, das ist natürlich furchtbar. Vor allem, weil man das irgendwann mal nicht mehr nachholen kann. Und dann haben wir eine ganze Generation von Behinderten. Und geistig und körperlich Behinderten. Und wenn wir nicht aufpassen, dann kriegen wir das. Und man könnte sogar also vielleicht haben wir das schon ein Stück weit. Und das macht mir richtig Sorgen. Also ich beobachte sie bei mir im Restaurant, das in jedem Alter. Also wirklich jedes. Es ist egal, ob 16, 50, 70, 80 teilweise, die Gäste mit dem Handy sitzen und am Handy sind. Ja, aber wirklich viel. Ja, das ist leider so. Es gibt eine schöne Studie, es gibt eine Kinderärztin, die Frau Radeski, die hat das untersucht. Die hat erstmal bei McDonald's und Burger King so viele Beobachtungen gemacht, eben weil, wenn die Mütter ihr Handy zücken, was passiert denn dann so? Und irgendwann hat sie gesagt, ich will das jetzt im Labor untersuchen. Und dann hat sie genau das im Labor untersucht. Die hat immer Mütter mit 6-jährigen Kindern eingeladen, und zwar 225. Und gesagt, und zwar Mütter aus eher so niedrigerem sozioökonomischen Hintergrund. Und hat gesagt, pass auf, wir zahlen euch ein Mittagessen und ihr esst es bei uns. Und alles, was ihr dafür erlauben müsst, ist, wir filmen euch dabei. Und dann kam raus, dass in 23% der Fälle die Mutter das Handy zückt. Und dann konnte man die Videos analysieren, was passiert, wenn die es nicht zückt oder wenn sie es zückt. Und es stellt sich Folgendes raus, dass die Kommunikation zwischen Mutter und Kind, die geht um etwa 20% runter, die verbale, also die Reden 20% weniger, die nonverbale, Blickkontakt, Gestik, Mimik, geht um 40% runter und die Ermunterungen gehen so um 30% runter. Und jetzt kommt's. Die haben unterschiedliche Speisen gegeben. Häufige, Erbsen und Bohnen, das kennt man, ja? Und seltene. Die seltenste war Halva. Ich muss selber nachgucken, was das ist. Ja, das ist eine arabische, türkische Süßspeise. Also eine Mitarbeiterin von mir, eine Türkin, die hat mir die dann, ich habe das mal sozusagen erzählt und dann kam die nächsten Tag, Herr Spitzer, ich habe Ihnen das mitgebracht, da können Sie selber probieren. Es ist grauslich süß, also für mich wäre es nichts. Aber das war eine der unbekannten Speisen. Und jetzt konnte man die unbekannten Speisen untersuchen
Und bei denen war es so, dass die Kommunikation jeweils ums Doppelte runtergegangen ist. Also nicht nur 20, sondern 40%, nonverbal 60% und die Ermunterungen gingen um 70% runter. Also hey, iss doch mal. Ja? Mhm. Nach dem Motto, es ist nicht nur so, wie man es schon denkt, nämlich dass das Handy dann dazu führt, dass die weniger miteinander reden. Es ist schlimmer. Die reden nämlich vor allem dann weniger miteinander, wenn es was zu reden gäbe. Nämlich wenn es um unbekannte Inhalte geht, über die man ja reden könnte oder sogar müsste, damit man was lernt. Ja? Und genau dann geht die Kommunikation doppelt so stark in den Keller, wenn man sie bräuchte. Ja? Mhm. Also es ist tatsächlich, das ist das Schöne an so Experimenten. Da kann man das eben, da kann man diese Variablen manipulieren. In Ihrem Restaurant können Sie ja nicht sagen, du kriegst jetzt was Seltenes oder was Häufiges zu essen. Ja? Das, im psychologischen Labor kann man das und kann dann durch Filmen rauskriegen, was passiert. Und so kam eben raus, dass das Handy nicht nur die Kommunikation kaputt macht, sondern die Kommunikation genau dann noch mehr kaputt macht, wenn sie wichtig wäre. Das ist ein interessanter Befund. Es ist ja angeblich auch, wenn man alleine nur das Handy in die Hand nimmt. Wenn es da liegt. Also ja, aber alleine, wenn man es in die Hand nimmt, angeblich, dass das mit dem Menschen irgendetwas macht, wie eine Droge oder so. Wenn ich das Handy hier hin tue, ich kann es sogar so rumlegen. Ja. Dann gibt es eine Studie, wenn man das bei Leuten macht, die am Computer sitzen und das Handy hier liegt, dann ist die kognitive Leistungsfähigkeit messbar geringer. Und die hat man gemessen, indem man die entweder Aufgaben am Rechner hat machen lassen, am Rechner deswegen, da kann man immer gleich gucken, wie gut sind die, oder man hat einen IQ-Test gemacht. Da gibt es auch welche am Rechner, da muss man also, da wird der IQ gemessen, indem man da Fragen beantwortet oder irgendwelche Knöpfe drückt. Ja. Und das Interessante war, wenn das Handy da liegt und die Kontrollbedingung war, das Handy ist im Nebenraum. Also das Handy ist im Nebenraum oder es liegt da. Ja. Wenn es da liegt, dann bin ich schlechter. Und zwar, wenn man das in IQ-Punkte umrechnet, dann wird aus einem Abiturienten ein Realschüler. Wow. Das ist der Unterschied. Wenn das Handy einfach nur da liegt, jetzt kann man sich fragen, wieso kommt das? Sind das die bösen Handystrahlen? Nein, sind es natürlich nicht. Es ist der Aufforderungscharakter. Wenn das Handy da liegt, bin ich ja gewohnt, auf mein Handy zu gucken. Und ich könnte ja mal gucken, aber ich soll ja nicht. Die wurden extra instruiert, ihr sollt nicht aufs Handy gucken, wir legen es nur dahin. Ja? Und dann haben die also da was gemacht. Und ab und zu hatten sie die, ich könnte ja aufs Handy gucken, aber ich soll ja nicht. Und dann haben sie halt weitergemacht. Und wenn man also wenn das Handy da liegt, dann hat man natürlich diesen Gedanken öfter, als wenn, also aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, da wird man nicht dran erinnert. Wenn es da liegt, wird man dauernd dran erinnert. Muss dauernd, also jetzt nicht an grüne Elefanten denken. Ja, dann denken sie an grüne Elefanten. Und das ist blöd, wenn ich ihnen vor allem verbiete und dann sollen sie noch eine Aufgabe machen. Ja. Und das hat man untersucht und da kam eben raus, der IQ ist messbar geringer, wenn das Handy da liegt. Ja. Und jetzt erzähle ich, manchmal mache ich Managerfortbildungen. Sag ich denen, wissen Sie eigentlich, dass wenn Sie Abiturienten einstellen und denen erlauben, das Handy auf Ihren Schreibtisch zu legen, haben Sie bloß noch Realschüler? Und gucken die mich schon an. Denn die zahlen ja nach wie vor Abiturienten. Ja? Die kosten ja mehr. Mhm. Und das muss man einfach wissen, dass es so ist. Das ist 2017 publiziert. Mittlerweile soll es sich eigentlich rumgesprochen haben. Es hat sich aber noch nicht rumgesprochen. Und so gibt es viele, viele Erkenntnisse, die sich leider nicht drum gesprochen haben. Deswegen, naja, ich schreibe halt Bücher, weil ich denke, hey, das sollte doch jeder wissen. Ja. Und wenn man halt sehr viel speziell in den sozialen Medien ist, dann tötet das auch sehr viel Dopamin, oder? Dieses ständige, diese Videos, diese Ablenkungen, speziell auch diese Kurzvideos und... Naja, also... Oder nicht? Naja, Dopamin. Es macht irgendwas. Ja, also ganz kurz. Dopamin ist ein Stoff, der wird ausgeschüttet im Gehirn, wenn was Positives passiert. Und also in Reaktion auf was Positives. Also nehmen wir an, ich würde jetzt wieder hier trinken und es wird sich rausstellen, das ist ein wahnsinnig guter Weißwein, der hier plötzlich drin wäre. Da wäre ich also überrascht, weil ich habe nur Wasser erwartet. Ja, da würde bei mir jetzt dann Dopamin freigesetzt, weil wenn was unerwartet besser ist, immer dann wird Dopamin freigesetzt. Warum? Das würde ich mir merken, dass da plötzlich Weißwein drin war. Wenn ich hier trinke, ich merke mir nicht jeden einzelnen Schluck, den ich hier getrunken habe. Das vergeht einfach. Aber mein Hirn würde sich merken, oh, da war ja plötzlich Weißwein, das würde ich in 20 Jahren noch meinen Enkeln erzählen, ja, dass hier plötzlich sowas passiert ist. Warum? Weil in meinem Hirn Dopamin ausgeschüttet wurde, weil irgendwas plötzlich besser war als gedacht. Mhm. Das ist sozusagen der Trick unseres Gehirns, zu entscheiden, ob es gerade was zu lernen gibt oder nicht.
Denn wenn gerade was passiert, was besser ist als gedacht, dann ist es gut, wenn man es lernt. Ja? Jetzt haben wir auch Systeme, die vermeiden, also wenn wir die Hand auf die heiße Herdplatte legen, ja, dann müssen wir auch nicht so machen, bis wir es dann gelernt haben, dass man das nicht machen soll. Ja? Einmal ouch, genügt. Mhm. Ja? Aber dieses System, das sagt uns ja nur, was wir nicht machen sollen. Wir brauchen auch Systeme, die uns sagen, was wir machen sollen. Ja? Und dafür haben wir Dopamin. Und das Dopamin ist deswegen für Lernen wichtig. Jetzt wird es auch schon ein bisschen ausgeschüttet, wenn was Interessantes passieren könnte. Also es macht dann auch Neugierde. Und weil es Neugierde macht, macht es auch Motivation. Ich kann aber auch einfach was einpfeifen, zum Beispiel Kokain, und dann gibt es ganz viel Dopamin, ohne dass ich irgendwas gelernt habe. Dann habe ich auch keine Lust mehr zu irgendwas. Warum? Ich habe ja das tolle Gefühl, einfach so. Mhm. Deswegen macht Kokain alles platt. Und die Leute haben zu nichts mehr Lust, wollen nichts mehr und machen auch nichts mehr. Ganz furchtbar. Ja. Aber uns ist das natürlich der Antrieb und der Spaß am Leben. Und jetzt ist es so, dass die Smartphones dafür sorgen, so ein bisschen, dass wenn es hier Bing macht oder wenn es hier wackelt, dann könnte es ja sein, dass meine Liebste mir gerade eine nette Nachricht geschickt hat. Ja? Oder dass jemand mir, mein Kind mir ein Bild von meinem Enkelkind schickt oder sowas. Ne? Ah, schön, ja. Und deswegen kriegt dieses Ding so diesen Nimbus von, ah, da kommt oft was Schönes. Ja? Und deswegen möchte ich auch nachgucken, wenn es mal jetzt eine Stunde nichts gemacht hat. Vielleicht habe ich ja was verpasst. Ja? Und so stellt sich dann ein, dass dieses Ding eben mich anzieht oder alle Leute, weil es halt diese Eigenschaften hat. Menschen sind Informationsjunkies und der Rest folgt, weil das Ding liefert Informationen. Ja. Ja? Und das ist gar nicht schlimm, nur wenn man halt dann nicht lernt, damit umzugehen. Ja, also wenn ich eine riesen Bibliothek zu Hause habe, dann kann ich auch einen ganzen Tag Bücher lesen, weil ich so neugierig bin. Ja. Irgendwann merke ich, es tut mir nicht gut, ich sollte auch ab und zu mal rausgehen. Ja. Aber das merke ich und dann mache ich das. Das Ding, weil es halt von selber dann auch immer wieder sich meldet und so weiter, das kann das noch viel besser als so ein riesen Regal passiver Bücher. Mhm. Und deswegen ist es auch noch, ich sag mal, sind wir noch anfälliger dafür. Und deswegen hat es auch, wenn man so will, mehr Macht über uns als ein Bücherregal. Und deswegen müssen wir auch, ich sag mal, noch strenger mit uns lernen, umzugehen, damit wir nicht nur noch auf das Ding sozusagen achten und nur noch reagieren. Wir sind ja Agenten, also wir sind ja der Herr unseres Schicksals und wir haben einen Willen und der Wille kann auch sagen, ich mache jetzt mal nicht, was das Smartphone sagt, ich will jetzt mal das machen, schalte das Ding aus, damit ich mich konzentrieren kann, weil das möchte ich eigentlich mal machen. Das wollte ich gerade fragen, wie kann man es lernen? Ja, ich denke mir, man muss halt, also man muss 13-jährigen Mädchen, muss man sagen, hört mal her, wenn ihr dauernd darauf wartet, dass dir die nächste nette Facebook-Nachricht kommt, dann werdet ihr ewige Warter auf die nächste Facebook-Nachricht und verpasst alles andere, was sonst Tolles passiert. Und dann geht euer Leben rum und ihr verpasst es, weil ihr auf die nächste Nachricht wartet. Und gerade wenn das 13-Jährige wissen, denn junge Menschen, die müssen einfach wissen, dass das, was sie in den nächsten 10 Jahren machen, das werden sie den Rest ihres Lebens auch machen, weil in diesen 10 Jahren entscheidet sich ganz, ganz viel, in welche Richtung geht es, mit wem und. Und wenn das an mir vorbeigeht und ich habe es verpennt, weil ich immer nur darauf geachtet habe, dann bin ich selber schuld. Und das muss man den 13-Jährigen sagen, vielleicht mittlerweile den 12-Jährigen, weil die ja mit 10 schon ihr erstes Handy kriegen. Aber das ist ja nicht nur das Handy. Also ich habe zum Beispiel bei meiner Tochter, wenn sie länger immer Netflix-Serien gesehen hat, habe ich immer gesagt, du verschwendest deine Zeit damit, dass du anderen bei ihrem Leben zusiehst. Mhm. Und in der Zwischenzeit vergeht aber dein eigenes Leben. So ist es. Super, dass sie das gemacht haben. So würde ich es nämlich auch sagen. Wenn ich aber jetzt einer 13-Jährigen sage, das Leben, dein eigenes Leben zieht an dir vorbei und es birgt eine gewisse Gefahr. Gerade in der Pubertät, glaube ich, ist man da machtlos, oder? Oh, vielleicht auch gerade nicht. Wenn dann wirklich was passiert, dann wird das Handy vielleicht dann tatsächlich mal ganz unwichtig. Es ist ja auch bequem. Ne? Also für Eltern ist das Handy super bequem. Ne? Nach dem Motto, hier hast du und dann ist das Kind ruhig. Aber man muss sich halt klar machen, nach dem, was wir wissen, führt das Smartphone zur Sucht und beeinträchtigt tatsächlich, also Medien, Bildschirme beeinträchtigen die Gehirnentwicklung. Und zwar bis 14 ist das definitiv so. Ja? Mhm. Und
Jetzt muss man halt wissen, früher hat man ja auch Möglichkeiten gehabt, dass die kleinen Kinder ruhig waren. Wenn die zu zappelig und zu laut waren, hat man so ein kleines Läppchen genommen mit ein bisschen Alkohol und Opium getrennt unter die Zunge. Dann waren die ganz locker und gut zu haben und ein bisschen dösig. Ja, ich meine, heute sagen wir, was haben die gemacht? Opium, Alkohol für kleine Kinder, um Gottes Willen. Naja, in 20 Jahren sagen hoffentlich alle, was haben die gemacht? Tablets, Smartphones für kleine Kinder, die machen süchtig, die machen die Gehirnentwicklung kaputt. Um Gottes Willen, waren die wahnsinnig? Das wird hoffentlich kommen. Weil also die Effekte sind ja dieselben, deswegen sind die Kinder auch ruhig und liegen in der Ecke und sagen nichts mehr. Ja? Genauso, weil nochmal, die Schäden sind auch dieselben. Ja? Das muss uns nur erstmal klar werden. Und heute wissen wir, dass man den Kindern nicht Alkohol und nicht Opium gibt, um sie zu beruhigen. Und in 20 Jahren wird sich rumgesprochen, dass man ihnen auch keine Smartphones und Tablets gibt, um sie zu beruhigen. Also man kann mit ihnen reden, man kann vielleicht ihnen auch klar machen, dass es interessante Dinge gibt und ihnen mal wieder vorführen, was es alles Tolles gibt. Meine Kinder, die wollen ja immer irgendwas, Gott sei Dank, und nicht nur passiv sein. Sie wollen ja aktiv sein. Und wenn man auf Bäume klettert, also Fußball spielen draußen ist immer noch für Kinder was viel Tolleres als FIFA am Rechner spielen. Macht einfach mehr Spaß. Gott sei Dank ist es noch für die meisten Kinder so. Gut, es kommt immer darauf an, was man den Kindern vorlebt. Ne? Wenn man selber ständig am Handy hängt, kann man dem Kind nicht also sagen, vorleben keine und Handy. Was rumliegt. Also ich meine, wenn ich Kokain, Alkohol, Cannabis, alles zu Hause rumliegen habe, ja, und selber mal daran schnupper und das einwerf und so weiter, und dann sehen die Kinder, ach, der Papa ist gut drauf, probiere ich auch mal. Ja. Also wenn es so ist, ja, dann muss ich mich über nichts wundern. Ja. Und das machen wir nicht. Sondern wir machen das anders. Und ich denke mir, das ist bei digitalen Medien ist das genauso. Was mir Sorgen macht, ist, dass man weiß, dass bei Jugendlichen es so ist, das hat man rausgefunden, je mehr Stunden die mit Bildschirmmedien verbringen pro Tag, desto weniger Mitgefühl haben sie für ihre Eltern und für ihre Freunde. Das geht unmittelbar einher. Ja? Und da muss man auch sagen, ja, das ist ja klar, wenn ich mitmenschliche Interaktion, also stundenlang, nicht habe, sondern dafür Interaktion mit einem Bildschirm habe. Wie soll ich da sozial lernen? Wie soll ich da Emotionen lernen? Die lerne ich ja nur im Miteinander und im realen Austausch. Es gibt eine japanische Studie, die unterstreicht das nochmal. Da hat man tatsächlich bei über 6000 Kindern geguckt, wie viel Medienkonsum haben die im ersten Lebensjahr. Klammer auf, die WHO sagt, gar null, empfiehlt null. In Japan, die konnten untersuchen 0 bis 1, 1 bis 2, 2 bis 3, mehr als 3 Stunden pro Tag bei Babys. Ja? Und dann hat man, als die 3 waren, geguckt, wer von denen hat Symptome von Autismus. Und es stellte sich raus, es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen Zeit von 0 bis 1 vor dem Bildschirm und Autismus mit 3. Das wundert auch nicht, denn die Babys, die schlafen 12 Stunden am Tag. Dann werden sie noch gefüttert und dann sauber gemacht und so weiter. Da bleiben dann vielleicht noch 6 bis 8 Stunden wache Zeit. Und wenn sie 3 Stunden, das ist dann schon fast die Hälfte, am Bildschirm verbringen, wo man keine Empathie und Emotionskontrolle und weiß der Geier, was alles lernen kann. Das geht am Bildschirm nicht, das geht nur im Miteinander. Ja, dann haben die sozusagen die Hälfte ihrer Lebenserfahrung nicht mit Emotionen und Empathie. Ich lerne ja nicht Empathie, ich lerne ja kein Mitgefühl am Bildschirm. Das kann ich überhaupt nicht. Ja? Und das macht mir große Sorgen. Denn wenn es so ist und die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die deuten wirklich genau darauf hin, auch dass wir bei jungen Studenten in den letzten 50 Jahren einen deutlichen Empathieverlust beobachten, mit der gleichen Empathieskala alle 10 Jahre gemessen, es nimmt ab, richtig deutlich. Das macht mir große Angst, denn Empathie ist ja die Grundlage von Solidarität und Solidarität ist eine von 3 Säulen von Demokratie. Und wenn das den Bach runtergeht, und zwar flächendeckend einfach in der ganzen Generation, dann ist unsere Demokratie gefährdet. Das ist sie sowieso durch Fake News und durch viele andere Dinge, die wir jetzt kennen. Und dann auch noch durch ein unterentwickeltes Gefühl für andere Menschen, wie es denen geht und mitfühlen können. Das macht mir große Sorgen. Insofern denke ich mir, es ist wichtig. Und deswegen, wenn ich noch eine Sache sagen darf, es gibt in Wien das Kindertheater. Chefin ist die Frau Silvia Rotter. Ich kenne sie gut. Und die sagt schon seit Jahrzehnten, wir müssen in Schulen mehr Theater spielen.
Und wenn man ihr mal zugeguckt hat, wie sie mit Pubertierenden Shakespeare aufführt und das trainiert, dann kann man nur sagen, es Pubertierenden kann gar nichts Besseres passieren, als wenn die ein Theater, eine Theatergruppe an der Schule haben, wo sie Shakespeare spielen. Warum gerade Shakespeare? Da gibt es halt Neid, Missgunst, Eifersucht, unerfüllte Liebe und alle Schrecklichkeiten dieser Welt. Und mit denen, wenn man die gespielt hat, dann hat man sie drauf. Dann wird man nicht übermannt, wenn es irgendwann mal einem selber passiert und man ist völlig sprachlos, weil man nicht weiß, was man da noch sagen soll. Ja? Nein, man hat es schon mal durchgespielt. Und das ist ganz wichtig, dass man das hat. Deswegen in der Mittelstufe, also so 8 bis 10, Klasse 8 bis 10, Theater spielen, Pflichtfach, ja, zwei Stunden die Woche, und zwar Shakespeare. Das wäre meine dringende Empfehlung. Wenn ich eine Sache an Schulen ändern könnte, dann das. Sie sind ja seit 1997 Direktor auf der Psychiatrischen Universität in Ulm. Also ich bin, den Lehrstuhl habe ich seit 97, die Klinik, ja, habe ich dann 98 eröffnet. Also die gab es vorher nicht, und dann haben wir die 98, also ein Jahr nachdem ich da war, musste noch mit aufbauen. Und seit 98 bin ich Klinikdirektor. Und genau. Google hat mir verraten, dass Sie in der Studienzeit Straßenmusiker waren. Ja, schon vorher. Also ich habe als Kind schon immer, ich habe keine formale Ausbildung. Ich habe mir alles selber beigebracht. Und meine Schwester hat mir mal ein bisschen meine große Gitarre spielen beigebracht. Und Schlagzeug habe ich mir selber beigebracht. Und alles andere auch. Also und immer noch? Ich spiele alles Mögliche, also, aber schlecht. Aber es macht Spaß. Und ja, immer noch. Also wenn Freizeit ist und wenn meine, ich hab 6 Kinder. Und Musik machen ist eine schöne Freizeitbeschäftigung. Das machen wir auch. Ist auch gut fürs Gehirn, ne? Also speziell bei Klavier, ne? Man muss also für jede. Man braucht keine Hirnforschung, um zu wissen, dass Musik Spaß macht. Ja. Ne? Mhm. Und auch, dass sie gut ist. Also wenn man ein paar Stunden fernguckt, sind die Kinder cranky und man selber ist auch ein bisschen depressiver als vorher. Wenn ich 2 Stunden Schlagzeug gespielt habe, sagen meine Freunde, ah, siehst 10 Jahre jünger aus und siehst einfach viel lustiger aus als vorher. Ja. Also das merkt man sofort, es geht einem besser. Ja? Deswegen musizieren, neben Theaterspielen ist Musik und Sport und was mit Händen machen. Das sind die 4 wichtigen Schulfächer und das sollte man in der Schule viel mehr machen als also die MINT-Fächer, von denen rede ich viel. Ja? Aber also die ich gerade eben genannt habe, das sind die wichtigen. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Oh, Glück und langes Leben natürlich, ja. Aber ich hoffe einfach, dass wir haben ja unglaublich viele richtig große Probleme, ja. Und ich gehe einfach davon aus und in meinen optimistischen Phasen denke ich immer, das kriegen wir schon hin, ja. Aber es ist nicht einfach. Aber man kann sich letzte Generation nennen. Das machen viele junge Leute in Deutschland nach dem Motto, nach uns eh die Sinnflut. Wir sind die Letzten, die überhaupt noch irgendwie was machen. Und damit rechtfertigen sie dann gleich, wir können auch die Gesetze brechen und alle anderen Leute stören, weil die haben ja noch nicht kapiert, dass sie auch die Letzten sind. Ja? Wir können es auch in den Spieß umdrehen und sagen, nein, wir sind die erste Generation. Nämlich die erste, die nicht einfach passiv den Dingen ausgeliefert ist, sondern wir sind die erste Generation, die sich entscheiden kann, die unser gesamtes Leben und Wirtschaften auf Nachhaltigkeit und Kreislauf umzustellen. Das könnten wir hinkriegen bis 2040 oder 50 und damit eine ganze Reihe von Problemen in einem Schlag gelöst haben. Wir müssen es nur wollen. Aber wir sind die Ersten, die überhaupt die Chance haben, es zu wollen und hinzukriegen. Weil wir genug Wissen und genug Erkenntnisse haben, die wir brauchen, um das hinzukriegen. Unter anderem KI. Die brauchen wir auch. Ja? Also vor uns hatte gar niemand eine Chance, die erste Generation zu sein, sowas hinzukriegen, das sind wir. Wir müssten uns erste Generation nennen, nicht letzte. Und was sagen Sie generell als Hirnforscher zu den Handystrahlen? Nix, weil die gibt's nicht. Die gibt's nicht? Nö. Und wieso wird dann der Kopf immer so warm, wenn man länger telefoniert? Das nennt man Wärmestrahlung. Und das ist okay. Gemessen. Es wird hier am Ohr, wenn man es dran hält, wird es so, sogar innen drin so ein 1/10 Grad wärmer. Das hat zur Folge, das kann man auch schon messen, dass Reaktionszeiten bei manchen Tests schneller werden, weil wenn das hier einen Tick wärmer ist, funktioniert es ja noch ein bisschen besser. Erst wenn es dann 1 Grad wärmer ist, fängt man an von Fieber zu sprechen und dann tut es nicht mehr gut. Aber so 1/10 Grad beschleunigt die Sache noch und macht nichts schlimmer. Also Hirn gekocht oder gebraten wird definitiv nicht. Aber da gibt es ja diese Tests, wo das Handy eine gewisse Strahlung haben darf von ungefähr 14, keine Ahnung, ja. Es sind Milliwatt. Und wenn das Mikrowellen, das sind Mikrowellenstrahlung und Milliwatt. Ihr Mikrowellenherd hat 900 Watt. Ja. Wir reden hier von Milliwatt. Aber dann kommt noch, dass wenn dann das Handy angesteckt ist am Strom,
dann wandert das rauf auf 800. Und wenn man dann damit telefoniert, soll das nicht sehr gesund sein fürs Hirn. Würden Sie das unterschreiben? Nö. Nicht? Nö. Also alles, was man darüber weiß, ist, dass es... Es gibt 5 Milliarden Handys auf der Welt. Ja. Wenn die einen wesentlichen Gesundheitseffekt hätten, dann wüssten wir den. Warum? Weil bei 5 Milliarden, also haben wir, die N-Zahl ist so groß, dass sich kleinste Effekte schon zeigen würden. Na gut, Apple hat ja das iPhone 12 einziehen müssen, weil es zu starke Strahlungen gehabt hat. Nicht, weil Leute gestorben sind oder Strahlenkrankheiten gekriegt haben, sondern weil es irgendwelche Vorgaben, die es halt gibt, nicht erfüllt hat. Das kann sein. Mhm. Aber es gibt es dann doch irgendwie, die Handys strahlen, oder nicht? Handys senden Mikrowellen aus, und zwar in einem Bereich, die sind von ihrem Energiegehalt her lächerlich gering. Mhm. Das muss man einfach. Ja. Ich bin eine jahrelange Tesla-Fahrerin, ich habe mittlerweile verkauft. Ist natürlich auch nicht so vom gesundheitlichen Standpunkt, dass man da auf diesen riesen Akku, dann ist das Handy gar nichts dagegen. Ja? Speziell, wenn es dann noch aufgeladen wird. Aber der Akku tut ja nichts. Der sitzt einfach nur da. Ja, aber eine gewisse Strahlung hat ja ein Akku. Nein, hat nicht? Er nicht. Okay. Ich meine, hier sind überall Leitungen in der Wand. Und da geht sogar Wechselstrom durch. Und Wechselstrom, der strahlt ja wirklich. Ein Wechselstrom induziert elektromagnetische Wechselfelder. Und denen sind wir dauernd ausgeliefert. Uah. Nein, so ein Blödsinn. Es gibt Sachen, von denen muss man keine Angst haben. Und das ist auch wichtig. Nochmal, es gibt genug, vor denen muss man sich vielleicht fürchten. Ja? Aber es gibt Sachen, von denen muss man sich nicht fürchten. Definitiv nicht. Handystrahlen gehören dazu. Die gibt es nämlich nicht. Ich liebe meine Talks, weil ich habe so verschiedene Gäste und so verschiedene Meinungen. Ich liebe es. Schön. Also meine stimmt. Ja, Sie sind Hirnforscher. Also wenn nicht Sie, wer sollte es dann wissen, ne? Was es mit unserem Gehirn macht, die Strahlung? Ne? Ich habe jetzt nicht dauernd geforscht, Handy an den Kopf gehalten und irgendwas geguckt. Nein, aber ich meine, ich bin Wissenschaftler und als Wissenschaftler beschäftigt man sich dauernd mit Risiken. Und wir müssen natürlich mit Risiken leben. Und wir haben dauernd irgendwelche Risiken. Wussten Sie, dass Sie 9000 Gene haben, die krankmachend sind? Jeder von uns hat etwa 9000 krankmachende Gene in sich. Mhm. Und wir kennen die mittlerweile. Es sind 170 Millionen. KI hat das rausgekriegt. Ja? Ja. Und jetzt könnten wir Ihre Gene nachgucken. Das hat vor 20 Jahren noch 5 Milliarden gekostet. Heute kostet es 500 Euro. Von 5 Milliarden auf 500 runter in 20 Jahren. Und dann könnte man ihr Genom nach den 9000 durchsuchen. Und dann könnte man anfangen, sich zu überlegen, an was sie vielleicht irgendwann mal sterben werden. Geht das mit diesem Speicheltest? Ja. Das habe ich schon gemacht. Ja. Das habe ich gemacht vor 5 Jahren. 23andMe wahrscheinlich war es, oder? In Salzburg. Ja, also das ist irgendein Labor in Salzburg. Ja, es gibt vor 5 Jahren wusste man, da hat man ein paar Krankheiten oder so. Von den 9000 wusste man damals noch nichts. Das ist ein paar Wochen alt. Aber die kann man heute durchgucken. Aber es war sehr interessant, das durchzulesen. Also es war schon vor 5 Jahren interessant, das durchzulesen. Ja, na klar. Mhm. Und es wird immer spannender. Mittlerweile kann man bei einem Neugeborenen, mit dem irgendwas ist, das war letzte Woche, ist das publiziert. Bei einem Neugeborenen, mit dem irgendwas ist, hat man früher auch dann Bluttests gemacht und die haben Wochen gedauert und nach 6 Wochen hat man dann irgendwann gewusst, dass das hat er. Und dann konnte man anfangen, den vielleicht zu behandeln, wenn es eine behandelbare Krankheit war. Heute dauert der Test 4 Stunden, nicht 6 Wochen. Mhm. Und die Auswertung, welcher von den 9000 oder was, oder von den 170 Millionen, der hat, dauert mithilfe von KI 10 Minuten. Das heißt, nach 4 Stunden, 10 Minuten hat man das, was man vor einigen Jahren nach 6 Wochen gehabt hat. Das heißt, man kann dann auch schon anfangen zu behandeln. Und wichtig ist das oft, weil wenn man 6 Wochen Behandlung verpennt hat bei bestimmten Krankheiten, ist der Schaden schon entstanden. Mhm. Ja? Das ist noch nicht Routine in der Klinik. Aber das wird nicht lange dauern und dann wird es Routine werden. Das wird auch nicht 20 Jahre dauern, sondern nach meiner Schätzung 2, wenn es langsam geht. Weil KI geht ja. So. Ja, und das stimmt mich wieder sehr optimistisch. Da wären Dinge möglich, die man einfach noch vor 5 Jahren gar nicht für möglich gehalten hätte, weil man davon gar nichts wusste. Ja, und das sind die Dinge, wir haben noch
noch nicht die Erdbebenvorhersage. Man hätte nie gedacht, Erdbeben passiert halt, ja. Und mittlerweile hat man eben lange Datenreihen und die kann man untersuchen. Und dann besteht heute mindestens die Möglichkeit, dass man irgendwann mal sogar Erdbeben vorhersagen können wird. Und das geht auch nur mit KI. Einmal hat es schon geklappt, da hat man es aber anhand von anderen Dingen vorhergesagt. Und das war ein Ort, wo die Beben sehr wahrscheinlich waren. Das hat aber mehrere hunderttausend Menschenleben gerettet. Man hat sich wirklich entschlossen, die Stadt wird evakuiert. Mhm. Und dann sind da ein paar tausend Leute gestorben und nicht ein paar hunderttausend. Mhm. Und also einmal hat es schon geklappt. Ja. Und das wird irgendwann mal, und das wird vielleicht noch ein bisschen länger dauern, besser klappen. Und ich meine, das sind doch alles unglaublich positive Entwicklungen. Und die muss man eben auch mal sehen. Deswegen kann man auch durchaus optimistisch in die Zukunft blicken. Und nochmal, wir sind die erste Generation, die das alles kann. Und nicht die letzte, bevor alles in den Bach runtergeht. Das sehe ich nicht so. Ich verfolge Ihre YouTube-Videos, Ihre Vorträge. Sie müssen unbedingt wieder mal kommen, wenn Sie in Wien sind. Auch gerne. Ich bin gerne in Wien. Hören Sie mal zu. Klar. Ich weiß es gerne, wenn Sie noch einmal Lust haben zu kommen. Klar. Danke, dass du auch dieses Mal wieder dabei warst. Ein äußerst spannendes Thema. Schreib mir in den Kommentaren, wie dir das Video gefallen hat. Und wie gesagt, nächsten Live-Interviews Birgit Fischer, Marc Friedrich und Dr. Andreas zur nächsten. Und ja, wenn du informiert werden möchtest über das nächste Video, dann abonniere meinen Kanal und gib uns ein Gefällt mir und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hier geht's zu meinen nächsten Videos und abonniere meinen Kanal und betätige die Glocke. Ich freue mich auf euch. Ciao.